Diese Europakarte zeigt geografisch den Handlungsspielraum von Chanson de Geste und Heldenepik, bezogen auf die deutschsprachigen Texte. In Frankreich, hier pink eingefärbt, spielen die Erzählstoffe im 9. Jahrhundert um Karl den Großen und seinen Sohn Ludwig den Frommen, wie etwa im Rolandslied, oder Wilhelm von Aquitanien, aka Guillaume de Orange, wie im Wolframs von Eschenbach-Willeheim, in dem freilich ebenfalls Ludwig der Fromme als Wilhelms Schwager eine wesentliche Rolle spielt. Blau eingefärbt markiert den topografischen Erzählraum der Gattung der deutschsprachigen Heldenepik. Man könne auch sagen, germanische Heldenepik, obwohl lieber nicht. Die Germanen, wie leider bis heute verbrämt und immer noch, wenn auch zumeist ideologisch unreflektiert in unserem kulturellen Gedächtnis abgelegt, gab es nämlich gar nicht so, wie die heute noch bekannte und in verschiedenen Kontexten reproduzierte Ikonografie sie darstellt. Sie sehen hier das monströs große Hermannsdenkmal in der Nähe von Detmold im Teutoburger Wald, das den germanischen Helden Arminius in heroischer Geste zeigt, in Siegerpose mit aufgerecktem Schwert, Schild und Kriegshelm. Nicht viel anders als die von HBO auf dem Spielzeugmarkt vertriebenen Actionfiguren von Game of Thrones. Der Autor der bisher fünfteiligen Fantasy-Romanreihe, George R.R. Martin, hatte sich nach eigenen Aussagen für Figuren und Handlungen reichlich von der Real Germanic Culture des 1. bis 11. Jahrhunderts inspirieren lassen. Wer sind nun aber diese Germanen? Im 15. Jahrhundert wurde von den humanistischen Büchersammlern, die sich vor allem um die antiken Schriften bemühten und diese akribisch zusammentrugen, ein Werk wiederentdeckt, das seit fast 1500 Jahren mehr oder weniger gänzlich unbekannt geblieben war. Tacitus Germania. Tacitus, ein römischer Historiograph und Senator, lebte in den Jahren 58 bis 120 und hinterließ eine Reihe von historiografischen Schriften. Geschichtsschreibung, weder in der Antike noch im Mittelalter und, wie wir sehen werden, auch nicht der Moderne, sind keine Dokumente historischer Faktizität im Sinne von Blaupausen der Realität, sondern stehen immer in einem kulturellen, sozialen und politischen Kontext, für den sie eine bestimmte Funktion zu erfüllen hat. Tacitus beschreibt in seinem Werk Germania das Leben der Völkerstämme, die nördlich der Alpen siedelten und die er unter dem Namen Germanen zusammenfasste, ohne allerdings davon auszugehen, dass es sich dabei um einen einheitlichen Stamm handeln würde. Vielmehr differenziert Tacitus einzelne Stämme, wie sie vor der Völkerwanderung bestanden haben. Das, was nach Tacitus diese Stämme einte und zu militärischen Koalitionen zwang, war die Feindschaft gegenüber Rom. Allerdings war Tacitus gleichzeitig ein entschiedener Kritiker der staatlichen Ordnung Roms, die Kaiser Augustus begründet hatte und die nach Tacitus an sich besonders verheerend unter Kaiser Tiberius geführt wurde, weil dieser sich besonders weit von einer Idealvorstellung der römischen Republik entfernt habe. Um Tiberius in seinen Geschichtswerken besonders schlecht darstellen zu lassen, glorifiziert er den römischen Feldherren Nero Claudius Germanicus, einem Großneffen Kaiser Augustus, der deshalb so hieß, weil schon sein Vater Drusus Feldzüge gegen die koalierenden Stämme, die die Römer Germanen nannten, unternommen hatte. Den Germanicus-Feldzügen, vor allem gegen den Cherusker-Heerführer Arminius, widmet sich Tacitus in seinen Annalen und verurteilt scharf den Ausgang der Auseinandersetzungen, der zum Verzicht der Römer auf die militärische Kontrolle der rheinischen Gebiete führte. Der Historiograph nennt Arminius pessimistisch und gegenüber den unterlegenen Römern gehässig den Liberator Germaniae, den Befreier Germaniens. Diese Schriften Tacitus werden nun von den deutschen Humanisten des 15. Jahrhunderts wiederentdeckt. Auf deren Grundlage fand der Germane seinen Platz im Bewusstsein der humanistischen Bildungselite und wurde sofort mit Deutsch gleichgesetzt, wodurch sich unmittelbar politische Ansprüche verbinden ließen. Jakob Wimpfeling, ein humanistischer Historiker, Dichter und Priester zum Beispiel, rechtfertigt in seinem ebenfalls Germania genannten Werk territoriale Ansprüche am zu Frankreich gehörenden Elsass damit, dass laut Tacitus doch dort schon immer Deutsche gelebt hätten. Das hat Tacitus zwar so nie geschrieben, aber Wimpfeling sah damit die Gleichwertigkeit deutscher Humanisten gegenüber französischen und italienischen Humanisten als bewiesen an. Dass dies unter Deutschen dann und später nicht auf taube Ohren stieß, lässt sich denken.
Zwei Aspekte sind für das Germanenbild, das aus der humanistischen Tacitus-Rezeption entstand, wesentlich. Zum einen die irrige Vorstellung, bei den Germanen handele es sich um ein homogenes Volk als unmittelbare Vorfahren der Deutschen. Zum anderen der territoriale, kulturelle und ideologische Gegensatz zwischen Germanen und Römern bzw. Romanen und wie Germanen mit Deutschen in Eins gesetzt wurden, geschah es mit Romanen und Franzosen. Damit ließ sich nämlich immer wieder Tagespolitik betreiben. Konflikte mit dem römischen Papsttum in der Reformation zum Beispiel, im Siebenjährigen Krieg gegen Frankreich als militärischen Gegner, in der Romantik, ideologisch, deutsches Gefühl gegen französische Rationalität, welches auch das romantische Mittelalterbild prägte, und so weiter. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts setzt eine Diskussion um Volksidentitäten ein. Im Zuge des Aufkommens des nationalen Gedanken wurde das angeblich homogene Germanentum als identitätsstiftender Bezugspunkt installiert, um das deutsche Nationalbewusstsein zu stärken. Im 19. Jahrhundert kam eine emotionalisierende Verklärung der Figur des Germanen hinzu. Sie wird überhöht, glorifiziert, mithin heroifiziert, also konkret zum Helden gemacht und damit zur Identifikationsfigur einer ganzen Nation mit dem zentralen Attribut gewaltiger Stärke. Dieses ideologische Bild verkörperte nun idealiter Arminius der Cherusker, der Germane, dem der Römer Germanicus im Jahre 9 unterlag. Im 19. Jahrhundert wurde Arminius zum Gründer der deutschen Nation erhoben und als ideologischer Protagonist der Befreiungskriege gegen die napoleonische Herrschaft installiert. Das Hermannsdenkmal in Detmold wurde 1875 genau ihm geweiht. Frankreich zog 1865 mit der Erbauung des ersten Vercingetorix-Denkmals nach, denn der gallisch-keltische Vercingetorix aus dem Stamm der Arverner vereinte im Jahr 52 v. Chr. Gallische Völker gegen den Eroberer Cäsar, allerdings erfolglos. Die Karriere, die Arminius in Deutschland ab dem 19. Jahrhundert antrat, war Vercingetorix in Frankreich freilich nicht beschieden. In der französischen Comicreihe Asterix und Obelix spielt Vercingetorix aber immerhin in 4 Folgen eine Rolle, woher sie den Namen womöglich kennen. Arminius, der nunmehr deutsche Nationalheld des 19. Jahrhunderts hingegen, wurde versucht, bis in die mittelalterliche Literatur zurückzuverfolgen, nämlich als historisches Vorbild für die literarische Figur des Siegfried im Nibelungenlied. Dieses Gemälde von Johannes Gerz von 84 zeigt nicht etwa Siegfried mit Kriemhild mit dem symbolischen Griff an den Gürtel, sondern Arminius und seine Frau Thusnelda. Ab da avanciert das Nibelungenlied plötzlich zum Nationalepos und erhält Siegfried zur Galionsfigur deutscher Literatur, obwohl sich bis dato kaum jemand für das Epos aus dem Beginn des 13. Jahrhunderts interessiert hatte. Im 18. Jahrhundert, zur Zeit der Aufklärung, schrieb Friedrich der Große von Preußen noch an den Herausgeber mittelalterlicher Texte, unter anderem des Nibelungenlieds: Meiner Ansicht nach sind solche nicht einen Schuss Pulver wert und verdienten nicht, aus dem Staube der Vergessenheit gezogen zu werden. In meiner Büchersammlung wenigstens würde ich dergleichen elendes Zeug nicht dulden, sondern herausschmeißen. Das änderte sich mit der antifranzösischen Haltung der Deutschen im Nachklapp zu den napoleonischen Kriegen entschieden. Der Ton, vor allem gegenüber allem Romanischen, wurde dabei zusehends aggressiver und zynischer. Heinrich Heine erläutert das Nibelungenlied dem französischen Leser so: Jedenfalls ist aber dieses Nibelungenlied von großer, gewaltiger Kraft. Ein Franzose kann sich schwerlich einen Begriff davon machen. Und gar von der Sprache, worin es gedichtet ist. Es ist eine Sprache von Stein und die Verse sind gleichsam gereimte Quadern. Nach 1918 kam es dann in der Weimarer Republik zu einem regelrechten Germanenkult, der aus der isolierten politischen Stellung Deutschlands innerhalb Europas resultierte. Früher schon extrapolierte typisch germanische Tugenden wie Kraft, Tapferkeit und Treue zum eigenen Volk sollten das ledierte Nationalbewusstsein der Deutschen wieder aufpolieren. Joseph Arthur Graf von Gobineau mit seinem Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen und Houston Stuart Chamberlain mit den Grundlagen des 19. Jahrhunderts, indem er den theoretischen Rassenantisemitismus erschuf, reicherten das Germanenbild mit biologistisch-rassistischen Elementen an. Die Nationalsozialisten schlossen nahtlos daran an
und legitimierten daraus den Faschismus, die Rassenideologie, das Führerprinzip, die Blut- und Bodenideologie und die Vorstellung von einer arischen Herrenrasse, die nichts anderes sein konnte als germanischen Ursprungs. In eben dieser Tradition verwendet nun die neue Rechte, rechtsextreme Vereine und Medien, die sich allzu gern eine möglichst wissenschaftliche Anmutung geben, um ihre Inhalte zu legitimieren, das Bild vom für Volk und Territorium unerschütterlich einstehenden germanischen Helden. Hier sehen Sie einen Screenshot von der Website des Magazins Kompakt Geschichte, das vom Kopp Verlag herausgegeben wird, dessen Profil aus rechtsesoterischen, grenz- und pseudowissenschaftlichen, verschwörungstheoretischen sowie rechtspopulistischen und rechtsextremen Titeln besteht. In Heft 2 des sogenannten Magazins für Souveränität stehen deutsche Helden als unser Vermächtnis aus 2000 Jahren im Fokus. Und nicht überraschend findet sich als erster in einer heroischen Abfolge deutscher Männer Arminius. Bis in das 21. Jahrhundert hat sich dort auch die schon im 15. Jahrhundert mit Tacitus Germania installierte antifranzösische Propaganda gehalten und mit wieder aktuellem fremdenfeindlichen Gedankengut vermischt. Ich zitiere im Folgenden aus dem rechtsextremen Kompaktmagazin zu Arminius. Hermann hieß er ganz sicher nicht. Dieser Vorname kam in Deutschland erst während des 11. Jahrhunderts auf. Arminius passt auch nicht. Es handelt sich um keinen germanischen, sondern um einen klassischen römischen Familiennamen. So kommt es, dass wir von unseren ersten Helden nur den fremdländischen Namen kennen. Weil aber Fremdbestimmung sich bis heute wie ein Schicksalsfaden durch die deutsche Geschichte webt, sollten wir uns darüber nicht weiter wundern. Zitat Ende. Vor diesem Hintergrund müssen wir in der germanistischen Medievistik und einmal mehr in deren akademischen Vermittlung die Rezeption der Texte betrachten, die ich hier absichtlich nicht germanische Heldenepik genannt habe, um sie vom französischen Stoffkreis der Chanson de Geste abzugrenzen. Die germanistische Medievistik als historische Wissenschaft muss damit umgehen, dass ein Großteil ihrer eigenen Geschichte massiv von politisch-ideologischen Narrativen geprägt ist und lange Zeit von dem, was man gutmütig Mittelalterrezeption nennt, kaum mehr zu trennen ist. Mittelalterrezeption scheint ein so fest etablierter Topos zu sein, dass er für die Positionierung des Forschungsfelds unverzichtbar ist. Der Begriff führt freilich in die Irre, denn relevant ist nicht die Frage, ob oder wie das Mittelalter rezipiert wird, sondern vielmehr, welche Formen kultureller, gesellschaftlicher Selbstbeschreibung unter Bezug auf ein wie auch immer ungenau verortetes Mittelalter evoziert werden. Historische Präzision ist dabei nicht vonnöten. Narrative des Heroischen, des Mystischen, des Heiligen und des Grausamen sind historisch und ahistorisch zugleich. Denn sie antworten auf Bedürfnisse der Gegenwart, für die die Evokation von Geschichte offenbar zentral, deren Präzision aber irrelevant ist. Dass sich die germanistische Medievistik solchen zeitgenössischen, sowohl ideologisch wie historisch problematischen Narrativen annimmt oder sich jedenfalls annehmen sollte, dehnt ihre Gegenstände nicht illegitimerweise auf die Gegenwart aus. Im Gegenteil. Begreifen wir die vielbeschworene Alterität eben nicht als das gänzlich Fremde gegenüber dem eigenen, liegt es in der Verantwortung gerade der historischen Wissenschaften, auch als gegenwartsanalytisches Fach zu agieren. Und das erstreckt sich nicht nur auf der Oberfläche des Heroischen, sondern auch auf der Basis ihres narrativen Diskurs. Heldenepische Texte sind nämlich, und nun kommen wir endlich zum Nibelungenlied, geprägt von der Zusammensetzung unterschiedlicher Narrative, von Versatzstücken aus unterschiedlichen geografischen, kulturellen, zeitlichen, motivgeschichtlichen Zusammenhängen. Solche zusammengesetzten Narrative streben nicht nach Kohärenz, sondern vielmehr wohl nach Akkumulation relevanter Erzählkerne, Narrative, Motive, von denen wir im Folgenden am Beispiel des Nibelungenliedes einige kursorisch besprechen wollen. Dass vermeintliche Widersprüche in vormodernem Erzählen gattungsübergreifend vielfach auf ahistorische Erwartungen von kausallogischer Kohärenz und syntagmatischer Stimmigkeit zurückzuführen sind, ist inzwischen Gemeinplatz medievistischer Erzählforschung. Erzählkohärenz kann auch final und oder paradigmatisch metonymisch hergestellt werden.
Gleichwohl betrifft Widerspruch als Kohärenzstörung vor allem die brüchige Handlungsmotivation und Figurenkonstitution der Heldenepik. Hierfür ist das Nibelungenlied nun ein exemplarisches Beispiel. Allein seine Entstehungssituation und seine diverse Stoffgrundlage führt zu einer labilen Kohärenz und Figurenambiguität, die den Text freigemacht hat für mehr als 500 Jahre politische und ideologische Inanspruchnahme bis zum heutigen Tag. Die Überlieferung des Textes ist erstaunlich breit. 11 vollständige und 24 fragmentarische Handschriften bis ins 16. Jahrhundert zeugen von seiner großen Beliebtheit. Zudem setzt die Überlieferung mit Fassung C zeitlich sehr nah an der Entstehung im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts ein. Das Nibelungenlied ist fast ausschließlich mit einem weiteren Text, einer Art Fortsetzung, überliefert, den die Forschung Nibelungenklage nennt und der die Ereignisse des Nibelungenliedes mit Trauer verarbeitet. Ich komme später noch darauf zurück. Formal unterscheidet sich das Nibelungenlied durch seine strophische Form von anderen großepischen Texten, wie etwa auch den deutschen Chanson de Geste, die in der Regel wie der höfische Roman auch in Paarreimen verfasst ist. Die Anzahl der Strophen schwankt zwischen den Fassungen zwischen 2316 und 2442 in 39 Kapiteln, die Aventüren genannt werden. Und weil diese Nibelungenstrophe so besonders ist, schauen wir sie uns etwas genauer an, und zwar am Beispiel der ersten Strophe der Fassung C, die in Fassung A und B allerdings fehlt. Sie sehen hier den Textanfang in C mit der ersten Strophe mit einer verzierten, allerdings spiegelverkehrten U-Initiale. Die Verse sind nicht abgesetzt. Die Strophen des Nibelungenliedes bestehen regelmäßig aus 4 Langzeilen. Diese bestehen wiederum aus 2 Kurzzeilen, einem Anvers und einem Abvers, die durch Zäsur getrennt sind, die man durch eine kleine Sprechpause hörbar macht. Die Anverse haben jeweils 4 Hebungen. Uns ist in alten Mähren von Helden Lobbebären, von Freuden hochgezieten, von Körner Recken stritten. Die Abverse der Langzeile 1 bis 3 haben 3 Hebungen. Wunders viel gesät, von großer Arbeit, von Weinen und von Klagen. Nur die 4. Langzeile weist im Abvers 4 Hebungen auf. Möget ihr nur Wunders hören sagen. Die Abverse sind paargereimt. Gesät, Arbeit, Klagen, Sagen. Die Besonderheit dieser ersten Strophe in C besteht in formaler Hinsicht zudem in den reimenden Anversen. Mähren, Lobbebären, hochgezieten, stritten. Das findet man in der 2. Strophe, die in Fassung A und B, die erste, ist schon nicht mehr. Deshalb geht man neben dem Überlieferungsbefund davon aus, dass diese Strophe erst in einer späteren Fassung hinzugedichtet wurde. Dennoch ist gerade diese Strophe ikonisch geworden. Ganze Generationen von SchülerInnen haben sie auswendig gelernt. Sie beginnt typischerweise mit einem gemeinschaftlichen Wir bzw. uns, das den Erzähler von vornherein hinter das Kollektiv zurücktreten lässt. Er erscheint nur als Aktualisierer dessen, was immer schon in alten Mähren erzählt wird. Damit ist von Seiten des Verfassers keinerlei autoritativer Anspruch, aber das Versprechen verbunden, dass der Erzähler wahrheitsgetreu aus der früheren Vergangenheit des Wir berichten wird. Es geht um die Taten großer Helden, um kämpferische Auseinandersetzungen, die sowohl Freude als auch Leid bringen. Dass das ganze Geschehen also nicht gut ausgehen wird, vielmehr in einem Desaster endet, an dem kaum mehr jemand am Leben ist, wird schon an den Anfang gestellt. Solche Vorausdeutungen, die das vorgezeichnete Schicksal der Figuren unausweichlich erscheinen lassen, durchzieren den ganzen Text. Mit dem Wort Wunder wird das vergangene Geschehen mit dem gegenwärtigen Erzählen verknüpft. Außerdem verweist diese erste Strophe auf die Mündlichkeit des Vortrags, den man sich in Anbetracht der Strophenform gesungen vorstellen darf. Sowohl die Basis des Erzählten ist mündlich, Wunders viel gesät. Gesät ist die kontrahierte Form von Gesagen. Als auch die Aktualisierung des immer schon Gewussten wird kollektiv
mündlich prozessiert. Mugget ihr nur Wunder hören sagen. Kurz nach dem Jahr 1200, wohl im Umkreis von Passau, durch einen, typischerweise für die Heldenepik anonymen Verfasser aufgeschrieben, ist das Nibelungenlied etwas jünger als der früheste deutsche Artus-Roman, Erec von Hartmann von Aue, als ältester und herausragender Vertreter der im deutschen Sprachraum neuen Gattung des höfischen Romans. Das muss man sich vor Augen halten, wenn man demgegenüber den Ursprung der Stoffgeschichte des Nibelungenliedes oder eher der Stoffgeschichten, Plural, im 4. bis 6. Jahrhundert, also zur Zeit der Völkerwanderung, ansetzen muss. Diese Zeit liegt für das Publikum des 13. Jahrhunderts in einer mythischen Vergangenheit, an einem mythischen Ort, in einer Welt, die in der Forschung mit Heroic Age bezeichnet wird, ein Terminus, der den fiktiven Charakter unterstreichen soll. Die Basis der Erzählung sind unterschiedliche Stoffkreise, die jahrhundertelang durch Epenerzähler in mündlicher Form weitergegeben wurden und daher auch an ganz unterschiedlichen Orten verbreitet wurden, wie die altnordische Überlieferung zeigt, die schriftlich allerdings etwas später im 13. Jahrhundert einsetzt. Diese heißen dann zum Beispiel Lieder-Edda, Thidrex-Saga oder Völsunga-Saga. Die Entstehung von Heldenepik und Artus-Roman im deutschen Sprachraum setzt also etwa zur gleichen Zeit ein, weshalb die gattungstheoretische Abgrenzung zwischen beiden nicht ganz so einfach ist, wie man vielleicht denken mag. Die RezipientInnen der Texte darf man sich wohl in etwa identisch vorstellen, sowohl deren Lebenswelt, Zeitgeschmack und Erzählererwartungen betreffend. Die Konstruktion der Protagonisten als Helden in der Grundbedeutung Kämpfer und freier Mann lässt jedoch durchaus Unterschiede erkennen. Der Held, der Heldenepik, wird zumeist auch so benannt, obwohl das Nibelungenlied neben den Lexemen Deggen und Recke auch das Wort Ritter kennt. Der heroische Held, der Heldenepik, ist eine statische Figur, ist keinen intrinsischen Veränderungen unterworfen, er lernt nicht, er verändert sich nicht. Siegfried, Königssohn von Xanten, ist von Beginn an ein Typus, der schier Unbesiegbare, der zumeist allein und affektgesteuert agiert. Er kann nur durch List und Verrat getötet werden und ist daher auch nicht eigentlich unterlegen. Diese Statik kann man auch bei den anderen zentralen männlichen Figuren des Nibelungenliedes finden. Gunther, der schwache König der Burgunden, und Hagen, sein treuer Vasall. Anders verhält es sich mit den weiblichen Figuren Kriemhild und Brünhild, die im Prinzip gegenläufige Veränderungen im Verlauf der Handlungen zeigen. Kriemhild, zunächst Modell einer höfischen Dame, in Obhut ihrer Brüder, der Mutter Urte, aber ohne Vater am Wormser Hof aufwachsend, sinnt nach Siegfrieds Ermordung durch Hagen um Rache. Zunächst mit weiblichen Mitteln, indem sie sich im zweiten Teil des Romans mit Etzel, also Attila, im Reich der Hunnen, der in Etzelburg, dem heutigen Budapest, residiert, neu verheiratet und einen offenen Konflikt mit ihren Verwandten provoziert. Am Ende aber doch Hagen eigenhändig, und zwar mit Siegfrieds Schwert, tötet. Brünhild demgegenüber ist zu Beginn eine archaisch-mythische Frauenfigur, die weit weg von Worms auf der Isenburg auf den Freier wartet, der es fertigbringt, sie im Steinwurf, Weitsprung und Speerweitwurf zu besiegen. Ihre Kraft ist schier magisch. An ihr ist zunächst nichts, was in das Schema der höfischen Dame passt, wie es der höfische Roman herausentwickelt, außer ihre atemberaubende Schönheit. Jedoch, nach ihrer doppelten Überwältigung durch Siegfried, getarnt durch einen unsichtbar machenden Mantel, der sie glauben lässt, Gunther hätte sie erfolgreich gefreit, ist sie für immer gezähmt. Die einzige Waffe, die ihr bleibt, sind schließlich die Tränen einer gekränkten Frau. Sie verschwindet dann auch bald gänzlich aus dem Roman. Die Rolle der heroischen Dame übernimmt fortan ihre Schwägerin Kriemhild. Ich werde die Handlung an dieser Stelle nicht nacherzählen. Eine Zusammenfassung können Sie beispielsweise bei Wikipedia nachlesen. Am besten, Sie lesen natürlich das ganze Epos in einer empfohlenen Ausgabe. Die Inhaltszusammenfassung in der Einführung von Jan-Dick Müller ist meines Erachtens besonders gelungen. Ich konzentriere mich im Folgenden nur vereinzelt auf wenige neuralgische Stellen des Erzählens und auf die entscheidenden Figurenkonstellationen, vor allem vor dem Hintergrund des sogenannten Brautwerbungsschemas, das auch in anderen Texten unterschiedlicher Gattungen, wie etwa im legendarischen Erzählen, begegnet und daher zum zentralen Motivbestand mittelalterlichen Erzählens überhaupt gehört.
Die grundlegende Struktur, die hinter jeder Brautwerbung in mittelalterlichen Erzählungen steht, ist die Regel, dass dem besten Mann die schönste Frau zusteht. Dass damit von vornherein Statuskämpfe sowohl auf männlicher wie auf weiblicher Seite vorprogrammiert sind, lässt sich denken. Denn in einer Welt, in der man nur von den Besten und Schönsten erzählen will, wird es automatisch Probleme geben, wenn man unter diesen noch den Allerbesten und die Allerschönste zu wählen hat. Ein Herrscher muss eine Frau werben, um Nachkommen zu zeugen, um damit seine Herrschaft zu verdauern. Zur Brautwerbung gehören in der mittelalterlichen Literatur nicht nur ein Mann, der Werber, und eine Frau, die Geworbene, sondern in der Regel gibt es außerdem einen Brautvater, der eventuell Probleme macht. Und eine vermittelnde Instanz, die entweder dem Werber die richtige Frau nur bekannt macht, wie etwa in den Texten des 12. Jahrhunderts, die zur sogenannten Spielmannsepik gezählt werden, oder der beim Werben behilflich ist. Das ist der Werbungshelfer. Diese Helferfigur gewinnt in den Texten ab dem 13. Jahrhundert an Profil, wodurch neue Konflikte erzählbar werden. Denn einerseits ist es zwar Ausweis der Macht des Werbers, dass er sich einen Werbungshelfer leisten kann, andererseits muss dieser Werbungshelfer von exorbitanter Geschicklichkeit und/oder Kraft sein, denn eine Braut, die leicht zu werben ist, ist der Werbung nicht wert. So rückt der Werbungshelfer in Konkurrenz zum Werber um den Rang des Besten, der die Schönste beanspruchen darf. Die umworbene Frau wird topografisch in der Regel weit entfernt verortet, nicht nur um dem Problem der Exogamie pragmatisch zu begegnen, das heißt also nicht in der eigenen Sippe sich selbst zu verheiraten, sondern auch um die Werbung als außergewöhnlichen Kraftakt erzählen zu können, bei dem vorzugsweise ein gefährliches Gewässer überwunden werden muss oder auch, wie in den legendarischen Erzählungen, unterwegs Heiden bekämpft werden müssen. Im Nibelungenlied liegt die Sache noch um einiges komplizierter. Dort werden nämlich zwei Brautwerbungen erzählt, die einander massiv stören und letztendlich die Katastrophe auslösen. Zunächst will Siegfried, der Xantener, um Kriemhild im Land der Burgunden werben. Das ist auch nur legitim, denn er, der Beste, begehrt die Schönste. Der Held kommt ohne Werbungshelfer nach Worms und trifft dort aber nicht auf einen Brautvater, sondern auf Kriemhilds Brüder, allen voran Gunther, der König der Burgunden. Wenn man das Schema ernst nimmt, das einen Brautvater erfordert, kann man hier schon die erste Störung erkennen. Gunther ist schwach und vor allem beeinflusst von seinem Vasall und Ratgeber Hagen von Tronje. Der kennt auch Siegfrieds Geschichte. Siegfried habe nämlich einen riesigen Schatz erobert, den Hort der Nibelungen, und sei durch das Bad im Blut eines Drachen unverwundbar geworden. Obwohl hier schemagerecht Ärger zu erwarten wäre, bleibt dieser zunächst aus. Gunther will sich ebenfalls verheiraten, und zwar mit Brünhild auf Isenstein. Auch Brünhild ist ohne Brautvater. Sie ist die gefährliche Heroin selbst, die überwunden werden muss. Weil das so ist und Gunther schwach, Siegfried aber übermächtig stark, bietet Gunther dem Xantener einen Deal an. Wenn Siegfried ihm als Werbungshelfer diene, gibt er ihm Kriemhild zur Frau. Gesagt, getan. Als Siegfried und Gunther in Isenstein ankommen, erkennt aber Brünhild Siegfried legitimerweise sofort als den Besten. Es umgibt ihn einfach die Aura des Besten. Um diesen Eindruck zu verwischen, führen Gunther und Siegfried ein Ritual auf, das sich Stratordienst nennt. Das bedeutet, dass der Vasall den Steigbügel eines Herrn hält und ihm das Pferd zu Fuß führt. Es handelt sich um einen Akt der rituellen Selbstdemütigung, die öffentlich sichtbar jedem klar macht, wer Herr und wer Vasall ist. Auch für Brünhild ist die Sache dann klar. Schlagartig betrachtet sie Gunther als den Besten. Das ist er aber nicht, weshalb Gunther die mächtige Brünhild nicht allein besiegen kann. Die Wettkämpfe gewinnt Siegfried für Brünhild unsichtbar unter dem Tarnmantel. Brünhild wird also für Gunther geworben und kommt an den Wormser Hof. Gunther löst sein Versprechen ein und gibt Siegfried seine Schwester Kriemhild zur Frau. Die beiden sind einander in großer Liebe verbunden, Brünhilds magische Kraft ist aber noch nicht gebrochen.
In der Hochzeitsnacht kann Gunther seine Frau nicht überwältigen. Brünhild ahnt schon, dass irgendwas nicht stimmt. In der zweiten Nacht gelingt es Siegfried abermals, unter dem Tarnmantel Brünhild niederzuringen, sodass Gunther die Ehe vollziehen kann. Beide Paare bekommen einen Sohn. Die wichtigste Voraussetzung für eine gelingende Brautwerbung ist im Nibelungenlied also korrumpiert. Es gibt zwar nur einen Besten, Siegfried, aber zwei Schönste. Das ist so, weil die beiden Frauen im ersten Teil des Romans prinzipiell unterschiedliche Typen vorstellen. Die höfische Dame und die Heroin. Gleichzeitig fehlen aber die Brautväter, die ihre Töchter beschützen, ohne eigene Interessen zu verfolgen. Gunther ist ein schwacher, beeinflussbarer König, der sich eines viel stärkeren Werbungshelfers bedienen muss, der sich dadurch automatisch als Bester vor den König schiebt. Klar, dass die Sache nicht ausgestanden ist, sondern im sogenannten Königinnenstreit in den Ausbruch der Katastrophe mündet. Nach Jahren friedlicher Eintracht zwischen den Paaren, Siegfried und Kriemhild in Xanten und Gunther und Brünhild in Burgund, treffen die vier in Worms erneut zusammen. Anlässlich eines Turniers, an dem Siegfried und Gunther teilnehmen, kommt es zum Streit zwischen den beiden Frauen und die Frage, wessen Ehemann nun der Beste sei. In diesem Zusammenhang erinnert Brünhild daran, dass sie eindeutig gesehen habe, dass Siegfried Gunthers Vasall ist, nämlich beim Stratordienst, und dass er sie ja auch im Ehebett besiegt habe. Das wiederum kann Kriemhild nicht akzeptieren, denn das hieße ja, dass Gunther sie einem Vasall, also einem Niederständischen, zum Mann gegeben hätte. Beide Frauen machen also ihre Ansprüche klar, die Zeichen sind jeweils uneindeutig. Argumentativ lässt sich keine Klarheit schaffen, es müssen unfehlbare, sichtbare Beweise her. Deshalb kommt es am Wormser Münster zu folgender Szene. Kriemhild drängt mit ihrer Gefolgschaft vor Brünhild, die ja die Königin in Worms ist, zuerst durch das Eingangsportal, um zu signalisieren, dass sie, Kriemhild, hier die Vormachtstellung beansprucht. Nach der Messe geht der Streit vor dem Münster in eine neue Runde, bei der Kriemhild behauptet, Siegfried hätte ihr erzählt, dass er zuerst mit Brünhild geschlafen habe, bevor Gunther zum Zuge gekommen sei. Daher wäre Brünhild Zweitfrau von Siegfried und Kriemhild sogar untergeben. Als Beweis dafür zeigt sie einen Ring und einen Gürtel vor, die Siegfried Brünhild in der besagten Nacht geraubt habe. Beide Objekte sind typischerweise Symbole sexueller Liebe, wie sie auch in vielen anderen Texten vorkommen. Dem hat Brünhild, die Königin, nun nichts mehr entgegenzusetzen und beginnt daher bitterlich zu weinen. Ein Zeichen massiv gestörter Ordnung, die nicht wiederhergestellt werden kann. So kommt es schließlich, dass Gunther auf Drängen Hagens zustimmt, Siegfried zu töten, um die unerhörte Ehrverletzung des Königspaars zu rächen. Hagen erschleicht sich Kriemhilds Vertrauen, erfährt von Siegfrieds verwundbarer Stelle und tötet den Recken bei der Jagd hinterrücks mit einem Wurfspeer. Nun schlägt das Rachependel auf Kriemhilds Seite aus. Ehe sie diese aber vollziehen kann, vergehen viele Jahre. Inzwischen ermächtigt sich Hagen des Nibelungenschatzes, den Kriemhild aus Xanten hat bringen lassen, und versenkt ihn im Rhein, um Kriemhilds Macht zu schmälern. Schließlich wirbt Etzel, König im Land der Hunnen, um Kriemhild. Es wird also noch von einer dritten Brautwerbung erzählt, die zwar an sich unproblematisch ist. Etzels Bote, Rüdiger von Bechelaren, kann Kriemhild überzeugen, ohne die Braut selbst für sich zu beanspruchen. Aber Kriemhild sinnt eben immer noch auf Rache und plant, diese mit Hilfe Etzels in die Tat umzusetzen. Nach 13 Jahren Eheleben mit Etzel und Geburt eines hunnischen Thronfolgers laden Etzel und Kriemhild die Burgunden an ihren Hof. Diese ahnen zwar, dass dies nichts Gutes zu bedeuten hat, da aber das heldenepische Schicksal unausweichlich ist, wie schon in der allerersten Strophe angekündigt, geben sie der Einladung nach. Es kommt, wie es kommen muss. In einem wilden Gemetzel werden so gut wie alle Helden auf beiden Seiten vernichtet. Dietrich von Bern, der spätere Protagonist der sogenannten Dietrich-Epik, und sein Waffenmeister Hildebrand, der aus dem althochdeutschen Hildebrandslied bekannt ist, nehmen Gunther und Hagen gefangen und übergeben sie Kriemhild. Kriemhild fordert die Herausgabe des Schatzes. Hagen verweigert dies aus Treue zu seinem Herrn Gunther. Kriemhild lässt daraufhin ihren Bruder töten, was Hagen aber keineswegs veranlasst, das Geheimnis um den Schatz preiszugeben. Kriemhild hindert nun nichts mehr daran, ihre Rache endlich einen Schlusspunkt zu setzen. Sie köpft Hagen mit seinem Schwert, das früher Siegfried gehört hatte. Damit ist auch die
ehrenrührige Ermordung Siegfried mit einem Jagdspeer gerecht. Hagen stirbt durch die Hand einer Frau und Siegfried rächt sich gewissermaßen durch sein eigenes Schwert an seinem Mörder. Etzel und Hildebrand sehen das und sind so empört, dass der mächtige Held Hagen von Tronje, auch wenn er ihr Feind ist, von einer Frau getötet wurde, dass Hildebrand Kriemhild in Stücke haut. Die letzten drei Strophen erzählen vom unendlichen Jammer und Trauer, die das Leid der Liebe über die Sippen gebracht hat. Diesen Gestus nimmt nun die Nibelungenklage auf, die in fast allen Handschriften auf das Nibelungenlied folgt. Sie erklärt die Zusammenhänge, wie es zu der Verheerung kommen konnte, berichtet von den Überlebenden, zum Beispiel wie Brünhild vom Tod Gunthers erfährt, und arbeitet an der Bewältigung der Katastrophe. Nicht also Treue und Rache, wie sie der Germanenkult des 19. und 20. Jahrhunderts glorifiziert, stehen im Fokus der Rezeption in der Nibelungenklage, sondern Trauerarbeit und Bewältigung von Verlust. Sehen wir uns zum Abschluss ganz kurz noch eine Brautwerbungsgeschichte aus dem Bereich des legendarischen Erzählens an, und zwar diejenige des heiligen König Oswald, die auf Deutsch in zwei verschiedenen Fassungen, dem Wiener und dem Münchner Oswald, überliefert ist. Die Geschichte dreht sich um den heiligen Oswald, der im 7. Jahrhundert Herrscher des angelsächsischen Königreichs Northumbrien war. Ich erinnere noch einmal an die Grundstruktur des Brautwerbungsschemas. Ein Herrscher will eine Frau werben, weil er einen Nachkommen zeugen muss. Jemand, ein Ratgeber, ein Bote oder allgemein ein Kundiger, erzählt von einer passenden Dame, ein Werbungshelfer unterstützt bei der Werbung. Entweder handelt es sich dabei um mehrere Figuren, manchmal werden alle Rollen von einer Figur übernommen. Diese Braut hat aber einen Vater, der sie nicht hergeben will. Zwischen dem Residenzbereich des Werbers und dem Residenzbereich des Brautvaters liegt ein Zwischenraum, in der Regel das Meer. Wenn die Herausforderung des Brautvaters bewältigt wird, kann die Braut heimgebracht werden. Es mag nun überraschen, dass Brautwerbungen auch im legendarischen Erzählen vorkommt. Denn in diesen Erzählungen geht es nicht um höfische Herrscher, nicht um Helden wie Siegfried und Gunther, sondern um Heilige, die ihr Heiligtum in der Regel nicht erwerben, indem sie Bräute erobern und Nachkommen zeugen. Ganz im Gegenteil. Ein herausragendes Heiligtum ist die Virginität, die Jungfräulichkeit, der Verzicht auf weltliche Minne. Das Interesse an Brautwerbungsgeschichten war im Hochmittelalter allerdings so populär, dass sie selbst von Heiligen erzählt wurden. Dass daraus erneut Konflikte entstehen und erzählbar werden, lässt sich denken. Und so erscheint eines Tages Oswald, dem jungen, ledigen Herrscher, im Traum ein Engel, der ihn auffordert, eine Heidenprinzessin zu heiraten. Seltsamerweise ist der Werbungshelfer hier ein sprechender Rabe, ein magisches Attribut des heiligen Oswald. Der Brautvater allerdings ist nicht gewillt, seine Tochter herzugeben, sondern verurteilt den Raben kurioserweise zum Tod durch Erhängen. Die Prinzessin rettet ihn und kommt mit dem Raben überein, Oswald zu heiraten. Daraufhin kommt Oswald da selbst, um die Braut zu holen. Diesmal stehen ihm aber die Heiden im Weg, die er erst bekämpfen muss. Bei diesem schweren Kampf, der auf dem Meer stattfindet, bittet Oswald um Gottes Hilfe mit dem Versprechen, im wahrsten Sinne sein letztes Hemd für ihn zu geben. Noch beim Hochzeitsfest mit der Heidenprinzessin taucht nun ein Pilger auf, der immer mehr und mehr von Oswald fordert, bis er zuletzt sein ganzes Reich und die Braut verlangt. Oswald, der sich hier schon als Heiliger offenbart, gewährt uneingeschränkt Milde, Freigebigkeit, die über das herrschaftlich sinnvolle Maß weit hinausgeht, denn seine Bereitschaft zum Geben bedeutet Herrschaftsverlust. Werbung und Prokreation, also Zeugung von Nachkommen, werden dadurch überflüssig. So weit soll es dann aber doch nicht kommen. Nachdem er Oswald lange genug geprüft hat, enttarnt sich der Pilger als Christus selbst und gesteht ihm zu, Reich und Braut zu behalten, unter der Bedingung, keinen sexuellen Verkehr mit seiner Frau zu pflegen, was den Verzicht auf Herrschaftskontinuität bedeutet. Das wird aber durch den Fokus auf die heiligmäßige Verzichtsbereitschaft ausgeblendet. Damit der Heilige in Anbetracht dieses Opfers, das er zu erbringen hat, seine Menschlichkeit und damit seine Identifikationsfunktion für das höfische Publikum behält,
empfiehlt Christus, nicht ohne Witz, neben das Ehebett eine Wanne Wasser zu stellen, in der sich das Paar bei Bedarf abkühlen solle. Gleichzeitig soll die dauerhafte Gegenwart des Wassers fortwährend an Oswalds Versprechen auf dem Meer erinnern. Mit Blick auf das Schema der Brautwerbung ist nicht, wie im Nibelungenlied, schon die Basiskonstellation gestört. Es gibt einen Werber, einen Kundigen und Helfer, eine Braut und einen gefährlichen Brautvater. Dazwischen liegt das Meer. Oswald will sich auch verheiraten und zur Sicherung seines Erbes Nachkommen zeugen. Das Problem liegt woanders. Oswald ist ein Heiliger und genau so muss man auch von ihm erzählen. Der Engel als Ratgeber, die Heidenprinzessin, der magisch sprechende Rabe, der Kampf gegen die Heiden sind legendarische Motive, die das Brautwerbungsschema irritieren, aber noch nicht korrumpieren. Da aber der Heilige zur Weltabkehr, zum Verzicht auf alles Weltliche, vor allem auf Keuschheit und Hinwendung zu Gott im Akt der Konversion verpflichtet ist, muss die Brautwerbung schließlich an dieser Disposition des Werbers scheitern. Der Münchner Oswald bezeugt die Hybridisierung heterogener Erzählmuster, die Überlagerung von Brautwerbungs-, Legenden- und Schwankschema. Sie erlaubt, antagonistische Lebensformen narrativ aufeinander zu beziehen und gestattet Oswald, beides zu sein, heroischer König und keuscher Konverse. Was man im Vergleich zwischen der Brautwerbung im Nibelungenlied und im Münchner Oswald sehen kann, ist, dass zwar hinter beiden und wie auch hinter vielen anderen Brautwerbungsgeschichten die gleiche Grundstruktur steckt und das Motiv als solches enorm populär war, aber doch beträchtliche Unterschiede in der Darstellungsweise bestehen, je nachdem, um welche Gattung es sich handelt und welche Erzählererwartungen jeweils mit den Texten befriedigt werden wollten.